Ich habe die Ehre, euch zu diesem Video begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier optisch gesehen im Wald, ich bin aber nicht im Wald, ich bin nur oberhalb von der Kurve hier. Die geht so rund um mich rum, wo ich damals das Video gedreht habe mit meiner Linienwahl, wo der Bus entgegenkommt. Für all diejenigen, die das Video damals noch nicht gesehen haben, ich empfehle euch, guckt das mal zuerst, dann wisst ihr, worum es geht und warum ich hier gezwungenermaßen schon wieder sitze. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, warum sitze ich wieder hier an diesem Ort? Weil mein Video ja meiner Meinung nach relativ gut bei euch ankam. Ich habe sehr, sehr viele Daumen nach oben bekommen. Ich habe sehr, sehr viele positive Kommentare bekommen. Und ich habe extrem wenig Kommentare gehabt von Leuten, die mir widersprochen haben, dass diese Linienwahl nicht die sichere ist. Also habe ich mir gedacht, ich achte weiterhin beim Fahren extrem darauf, ob sich denn dieses Verhältnis von Leuten, die das Video gut finden, die mir sozusagen recht gegeben haben, dass meine Linienwahl eine sicherere ist, und das Verhältnis zu denjenigen, die eigentlich dagegen waren, ob sich das mit meinen Erfahrungen auf der Straße deckt. Also habe ich explizit darauf geachtet, was ist mit den Leuten, die mir in meinen Rechtskurven zum Beispiel, in deren Linkskurven dann entgegenkommen. Wo befinden sie sich? Befinden sie sich auch in der Mittellinie? Befinden sie sich mit dem Kopf sogar schon auf meiner Fahrbahn? Oder befinden sie sich auf der äußeren Bahn, die ja ich in der Schweiz im Grundkurs so gelernt habe, wo es bei mir Klick gemacht hatte, wo ich gesagt habe, das ist eine super Sache, das ist die viel bessere Linie, als die Kurven zu schneiden. Jetzt wird es wahrscheinlich einige geben, die aufschreien, der Typ hat doch eine komplette Vollmeise. Ich sage es trotzdem. Der Wert von Leuten, die mir auf der Straße entgegenkommen, von Motorradfahrern, die mir auf der Straße entgegenkommen, den ich, wenn ich ihn grob schätzen und beziffern müsste, würde ich sagen, es sind 95%, die an der Mittellinie fahren. Ich habe mal explizit darauf geachtet, was diese Leute denn machen, wenn die denn mir in einer unübersichtlichen Kurve entgegenkommen, sich an der Mittellinie befinden. Das Erste, was die machen, sie erschrecken sich und sie drücken das Motorrad und korrigieren ihre Linie und fahren von der Mittellinie weg. Dann frage ich mich doch, Leute, warum fahrt ihr an der Mittellinie, wenn ihr denn, sobald der Gegenverkehr kommt und sobald ihr ihn sehen könnt, eure Linie korrigieren müsst? Warum macht ihr das? Warum fahrt ihr nicht direkt auf der äußeren Bahn, wo ihr, wenn der Gegenverkehr kommt, gar nicht mehr korrigieren müsst, wo ihr eigentlich viel, viel sicherer seid? Ich sage, selbst wenn du die Linie fährst, kann es vorkommen, dass irgendwie ein Bus extrem weit auf deiner Seite ist. Und wenn du dann relativ viel Schräglage hast, dann ist dein Kopf ja auch schon relativ weit zur Mittellinie oder ein LKW. Trotzdem sind die Fälle, wo das auftritt, höchst selten. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mich hier an die Kurve hingesetzt, ich habe hier geschlagene 45 Minuten gesessen, leider ist heute nicht wirklich viel Verkehr. Ich habe die Kamera aufgestellt, habe sie laufen lassen. Ich zeige euch jetzt wirklich jeden Motorradfahrer, der da durchgefahren ist. Jeden. Ich habe das Video nicht, ich habe es zwar geschnitten, weil ich euch natürlich nur die Motorradfahrer zeige, ich zeige euch aber jeden Motorradfahrer. Es sind zwar wenig Motorradfahrer heute durch die Kurve gekommen, aber glücklicherweise auch zwei LKW-Fahrer, wovon einer, er hätte es nicht gemusst, er ist aber extrem auf der anderen Fahrspur gewesen. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja du, der ist da so gefahren, der hat da gar nichts zu suchen. Natürlich hat er da nichts zu suchen, aber er war da und er ist in Zukunft wahrscheinlich auch öfter da und er ist wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der sich da befindet. Wenn du da durchfährst, wenn du da an der Mittellinie fährst und du knallst voll in den LKW-Fahrer rein, dann kannst du im Nachhinein so viel sagen, wie du willst. Der hätte da nichts zu suchen gehabt, es ist passiert, du bist verletzt,
Vielleicht bist du auch gar nicht mehr da, wer weiß. Um euch jetzt mal zu zeigen, wie weit man in die Kurve gucken kann, wenn man da vorne, Moment, dort vorne am Ende dieses Strichs, da laufen wir jetzt gemeinsam hin und dann zeige ich euch, wie weit man da hoch gucken kann. So, das hier ist der Punkt, wo die Motorradfahrer meist hier vorne an der Mittellinie waren. Und jetzt gehe ich mal ungefähr auf Motorrad, auf Helmhöhe. So, so weit kann man gucken, wenn man hier, jetzt stehe ich genau auf der Mittellinie und ich sage, manche waren sogar dabei, die waren mit dem Kopf schon auf der Gegenfahrbahn, das heißt, die waren irgendwo hier. Jetzt merkt euch mal den Punkt da oben, also so weit kann man gucken, da vorne hat es einen Pfosten, ich bin ganz, ganz bisschen links davon, ist mein Sichtfeld von hier aus zu Ende. Jetzt gehen wir nur mal auf die Bahn, wenn man die Linie ein bisschen anders wählen würde. Seht ihr, wie sich das verändert? Seht ihr das? Seht ihr das? So, jetzt sind wir auf der äußeren Linie. Da ist die Linie, da ist die Linie. So, jetzt haben wir da oben seitliche Sicht. Das schreiten wir gleich ab. Ich merke mir das jetzt genau. Es ist genau die Flucht auf diesen Baum da vorne. Es ist genau die Flucht hier auf den Baum. Das merke ich mir. Und von dem Punkt auf den Punkt, die Meter, die schreite ich jetzt gleich mal ab. Hier, das schreiten wir mal ab. Eins, anderthalb. Das heißt, du siehst, wenn du an der Mittellinie fährst, den Gegenverkehr später, bist aber auf der Linie, wo du noch reagieren müsstest oder wo du meist reagieren musst, wenn Gegenverkehr kommt. Wenn du auf der äußeren Linie wärst, würdest du den Gegenverkehr sogar früher sehen, bist aber sogar auf der Linie, wo du normalerweise gar nicht ausweichen musst. So, ich bin jetzt mal ein bisschen näher gekommen, um vielleicht so ein bisschen persönlicher zu werden. Geht mal bitte in euch. Überlegt, welche Linie fahrt ihr? Fahrt ihr an der Mittellinie? Fahrt ihr nicht an der Mittellinie? Wenn ihr an der Mittellinie fahrt, Leute, bitte traut euch, bitte schreibt mir ehrlich eure Meinung, warum ihr das macht. Und wenn ihr auch, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, wenn ihr der Meinung seid, ich erzähle hier totalen Schwachsinn, bitte dann auch kommentieren. Ich kann mit Kritik umgehen, ich kann mit anderen Meinungen umgehen. Ich reiße niemandem den Kopf ab. Ich habe ja auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Das Internet ist anonym. Da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Bitte, bitte, bitte macht das. Bitte kommentiert unten. Ich will einfach verstehen, warum sich die Erfahrungen und den Kommentaren unter meinem Video absolut gar nicht mit den Erfahrungen auf der Straße decken. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass dieses Video die Leute mal so ein bisschen in sich gehen lässt und dass sie sich doch mal wirklich selber fragen, fahre ich dort? Warum fahre ich dort? Und sollte ich nicht lieber anfangen, mir das abzugewöhnen und außen zu fahren? Eine positive Sache stelle ich fest. Ich habe jetzt schon einige Leute getroffen, die mich anhand meiner Videos hier im Schwarzwald wiedererkannt haben und die auf mich zukamen und haben gesagt, du, ich habe das Video damals gesehen. Ich fand das gut, wie du das gemacht hast. Ich fand das nachvollziehbar. Ich fahre jetzt auch oder ich bin dabei, mir so eine Linie anzugewöhnen. Das Motorradfahren macht mir seit indem ich das mache, viel, viel mehr Spaß. Das sind Momente, da freue ich mich riesig drüber. Da weiß ich, die Videos, die ich hier mache, die bringen was. Es erreicht doch einige Leute und die Leute fangen an, wieder mehr Spaß zu haben beim Motorradfahren und vor allen Dingen, sie sind sicherer unterwegs, wenn sie Motorrad fahren. Ihr hört es wahrscheinlich schon, da oben zieht ein Gewitter auf. Das zwingt mich dazu, das Video hier schlagartig zu beenden. Ich hätte noch viel zu erzählen. Ich denke aber, der Kern meiner Aussagen ist eigentlich im Video eingefangen. Ich befürchte, das ist nicht das letzte Video, was ich zu diesem Thema mache. Ich hoffe aber, dass es ein Video ist, was weiterhin dazu beiträgt, die Leute doch so ein bisschen irgendwie anzustoßen, mal zu überlegen, ob sie denn nicht ihre Linienwahl so ein bisschen überdenken sollten. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bestimmt in dem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.
Wenn du keinen meiner Reifentests verpassen willst und auch sonst keins meiner Videos, kannst du da oben meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn du jetzt gerade aktuell noch Lust hast auf ein weiteres Video, da rechts und links sind zwei Vorschläge. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.